einen Faschnerhall für dich. Yay! Beziehungsweise die Kim. Ich mache jetzt eine Fliege. Der Anfang musste jetzt einfach sein. Ich fand das so süß, wie er sich da mitten ins Scheinwerferlicht platziert. Deshalb, ja, heute hat er die Begrüßung übernommen. Und ich wollte heute, wie er schon gesagt, wie ich das jetzt voll ernst durchziehe, wie ich im Intro schon gesagt habe, als Rockys Stimme, das ist so ein weirder Videoanfang. Aber egal. Zeige ich dir heute einen Fashion Haul. Ich war einkaufen bei H&M und Bershka. Sind übrigens alle Sachen ganz neu, also du kriegst die alle derzeit in den Shops. Jetzt zum ersten Teil. Und zwar düftelt das schon so schön nach Parfum. Ich habe es nämlich schon getragen. Es ist dieses Top hier von Bershka. Mit diesem unfassbar süßen Spitze-Kränzchen hier am Ende. Und es ist eigentlich so ein bisschen cropped, das Top. Also sehr tief gecropped, aber dennoch. Sprich, man sieht hier ganz wenig Haut über der Hose. Und durch diese Spitzenborte hier ist es aber trotzdem verdeckt, was ich sehr süß finde. Vor allem, wenn man braun ist und dieses Weiße dann so auf der braunen Haut auflegt, diese Spitze und die so durchblitzt. Ist ganz süß, finde ich. Und das Tolle, das sage ich ja immer dazu in meinen Kleidungshauls, ist, dass es aus 100% Baumwolle ist. Ich liebe ja Baumwolle und wie wir alle wissen, findet man das immer seltener. Früher war das Standard und jetzt ist irgendwie eine große Attraktion. Sogar die Spitzenborte ist aus 98% Baumwolle und hat nur 2% Viskose oder so. Also mega gut auch von der Qualität her. Und um bei Streifen zu bleiben, habe ich mir noch einen Bikini-Top geholt. Das ist von H&M und kostet 10 Euro. Es ist selbsterklärend. Es ist einfach weiß mit blauen Streifen, wie wir sehen. Und hat so einen ganz leichten, dünnen Schutz hier drin, dass nicht da die Action abgeht, wenn man aus dem kalten Wasser kommt, wenn du verstehst, was ich meine. Deshalb finde ich das immer ganz wichtig. Kommentier mal, ob du auch immer darauf achtest, dass da zumindest so ein dünner Schutz ist, was das heute für Themen sind. Wahnsinn. Ich habe mir die Hose nicht gekauft, weil mir die irgendwie nicht gefallen hat. Die war irgendwie so komisch geschnitten. Aber ich habe hier auch noch andere, die ich dir dann gleich zeige. Und ich trage generell Bikinis immer durchgemischt. Ich glaube, ich bin eins der wenigen Mädchen auf dieser Welt, das tatsächlich nicht passendes Top und passendes Höschen anzieht. Macht das hier noch jemand? Irgendwie von meinen Freunden zumindest bin ich die Einzige, die liebend gerne, weiß ich nicht, eine schwarze Panty trägt und dazu zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Top oder so. Also ich mische das sehr gerne, es muss natürlich farblich oder vom Muster her zusammenpassen. Aber ich mag das, ich finde das irgendwie fetziger, als wenn ich nur in blau-blau oder pink-pink bin. Ist einfach so mein Ding, weiß nicht. Das nächste Stück ist auch von H&M. So eine Weste. Ja, ich hoffe, du erkennst alles. Also sie ist ein bisschen länger geschnitten und hat hier eben so Taschen an den Seiten. Da, auf beiden Seiten. Ist ohne Knöpfe, ohne Reißverschluss, einfach so zum Überwerfen. Das sieht einfach lässiger aus, finde ich. Auch hier mit diesen leicht hochgekrempelten Ärmeln ist es schon so ein bisschen angedeutet. Die krempel ich dann immer ungefähr bis hierher hoch. Also dass es einfach so ein bisschen chilliger ist. Und es ist so eine Cremefarbe, also nicht ganz weiß. Ich bin ja auch so ein Creme-Fan. Creme liebe ich und weiß hingegen mag ich nicht ganz so gerne, obwohl es so nah beieinander liegt. Voll witzig. Ja, aber die mag ich sehr gern. Man sieht darin so ein bisschen aus wie so ein kleines Lämmchen. Ich glaube, die hat 19 oder so gekostet. Oder 25. Was kosten die Westen bei H&M? Ich weiß es leider nicht so genau. Habe ich jetzt auch schon mal angehabt. Ich habe es nicht erwarten können. Weiter geht's jetzt mit einem Rock von H&M aus der Basic-Abteilung. 95% Baumwolle. Richtig cool. Ich bin ja der Baumwollmensch schlechthin. Und hat auch solche Streifchen, wie du sehen kannst. Das ist so, es wirkt sehr schwarz, aber es ist dunkelblau. Also im Tageslicht sieht man, dass es dunkelblau ist. Und das finde ich ganz cool, so zum Kombinieren. Ich trage es auch oft mit dem Shirt hier, das ich jetzt anhabe. Also es passt ganz cool zu eigentlich allem dazu und ist ein bisschen flashiger als nur jetzt ein einfarbiger Rock. Und ich trage ja in letzter Zeit ganz viele so Strumpfhosen mit Röcken, weil ich das gerade jetzt perfekt finde. Also du kannst einfach jeden Tag ein bisschen variieren, wie dick die Strumpfhose ist und dementsprechend bist du immer perfekt angezogen bei dem Übergangswetter jetzt gerade. Und deshalb habe ich mir hier auch noch zwei Röcke gekauft. Ganz schlicht. Schwarz, ebenfalls eben 95% Baumwolle, also von H&M wieder. Und die kosten nur 4,95 €, also richtig genial. Da habe ich mir eben gleich zwei mitgenommen,
weil ich diese Röcke einfach ständig trage. Dann komme ich jetzt zum nächsten Teil. Das ist, wie versprochen, das Bikinihöschen, beziehungsweise die zwei Bikinihöschen. Da habe ich gleich richtig zugeschlagen. Das sind diese hier. Einmal das in Türkis. Das ist so eine Mischung aus, ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt, aber im Real Life geht das mehr ins Grünliche. Das ist so ein Neon-Mint, würde ich fast gar sagen. Das hat, ich glaube, 12,95 oder so gekostet bei Bershka. Habe ich mir dann gleich zwei mitgenommen. Auch das hier in so einem hellen Rosa. Das kommt jetzt sehr so rüber in der Kamera, wie es tatsächlich ist. Wir sind einfach sehr geil geschnitten. Also es geht nicht so in den Po rein, weil das wäre mir bei weitem zu freizügig. Ich traue mich ja schon kaum, die anzuziehen, weil es einfach ungewohnt ist. Aber es geht so über die Hälfte des Hinterns. Also es ist echt schön geschnitten. Es ist nicht so nach außen geschnitten wie die meisten Bikinihöschen, so rund, sondern es ist erst schon so geschnitten. Es guckt nichts raus, was nicht rausgucken soll. Und das finde ich sehr cool einfach, weil es nicht zu viel zeigt, sondern einfach dem Körper irgendwie mehr schmeichelt. Jetzt zeige ich dir das nächste Teil. Es ist auch von Bershka. Und zwar eine Jogginghose. Das kommt mir echt so vor, als würde ich in jedem Haul eine Jogginghose herzeigen. Du musst schon denken, ich bin so voll der Assi, der die ganze Zeit nur in Jogginghose vorm Fernseher sitzt. Die ist wirklich grandios. Deshalb muss ich die jetzt auch wieder zeigen, auch um meinen Jogginghosenruf aufrechtzuerhalten. Ist aus 94% Baumwolle. Ja, und fühlt sich auch dementsprechend angenehm auf der Haut an und hat innen auch so eine richtig geile Struktur. Ich liebe das. Es gibt ja diese fließartigen Stoffe, die so ganz, ganz weich sind und dann mit der Zeit, wenn man sie wäscht und trägt und so, so fusselig werden. Und dann gibt es eben die Jogginghosen, die innen so eine Art Handtuchstoff haben, die dafür nicht so fusseln mit der Zeit. Und ich muss sagen, ich mag die viel lieber. Ich mache eine Wissenschaft aus Jogginghosen, ja. Dabei hat Karl Lagerfeld doch mal gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dann habe ich das wohl. Und so sieht es ja aus, das habe ich ganz vergessen. Einfach so gesprenkelt mit weiß und dunkelgrau und hat hier unten diesen Bund, damit sie auch, wenn ich auf der Couch rumliege, nicht bis zur Kniekehle hochrutscht. Ist auch wichtig. Gehört auch zur Wissenschaft der Jogginghosen. Schreib mir auch gerne, was du von Jogginghosen hältst. Ob du die extrem assig findest oder ob du dieselbe trägst und so. Dann geht's weiter mit einem Handtuch in einem Kleidungshaul. Aber das zeige ich deshalb, weil ich finde es immer sehr wichtig, dass mein Handtuch zum Bikini passt. Also zum Beispiel zu dem hier wäre das dann ganz cool. Da ich das ja, wenn ich mir dann Fritten kaufen gehe an der Bude auf der Donauinsel, dann muss ich mir das ja umbinden, weil ich gehe ungern immer so nackt zum Stand, zum Essensstand. Und dann muss das ja gut aussehen, wie so ein Kleid ist das dann praktisch für mich. Und deshalb habe ich mir das gekauft, weil ich das echt ganz geil finde. Schau mal. Ist auch von H&M. Und dann habe ich hier, oh mein Gott, das Highlight des Hauls. Mein persönliches Highlight, vor allem weil ich es mit einer so, so lieben Zuschauerin verbinde. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Ja, sie hat mich eben angesprochen in dem Geschäft und ich danke dir, du weißt genau für was. Jedenfalls habe ich mir da diese Schuhe hier gekauft. Ich liebe sie, sie sind aus Wildleder aus braunem. Und ja, ich finde sie einfach so schön. Ich wollte schon so lange solche Schnürschuhe. Ich habe ja irgendwelche anderen Boots auch. Aber ich wollte so einfach diese, ich sag jetzt mal, diese Johnny Depp-Stil-Schuhe. Der rennt ja meistens in solchen Schnürstiefeln da rum. Und hier vorne hat es auch so ein bisschen so einen Used-Look. Also nicht wirklich used, sondern einfach ein bisschen eingefettet, dass es hier dunkler ist. Und hier hinten eben auch. Und das Highlight an diesem Schuh ist dieser Reißverschluss, weil so wirkt das einfach ein bisschen nicht ganz so girly. Und wenn man das aufmacht, dann kommt aber dieses bisschen girly-mäßige zum Vorschein. Das kombiniere ich immer so je nach Stimmung. Und zwar ist das einfach so ein Lederstreifen, so ein goldener. Wenn du von vorne den Schuh so siehst und von der Seite und dann drehst du dich und auf einmal so BAM! Gold! Liebe ich! Liebe ich, liebe ich, liebe ich. Ja, weiter zum nächsten Teil. Ein Tanktop. So,
auch so leicht marmoriert. Mein Freund hat gemeint, ich sehe darin aus wie ein Stein. Das Kompliment des Tages. Also er meint halt diese Struktur vom Top, aber ich finde es richtig cool, wie gesagt. Macht irgendwie einfach mehr her. Und hinten ist auch noch so ein kleines Knöpfchen und ein Ausschnitt. Also das ist auch ganz süß, wenn man damit trainieren geht. Das werde ich eigentlich hauptsächlich auch zum Sport tragen. Und wir sind auch schon wieder beim letzten Teil. Das ist so ein Satin-Schlafhöschen in einem wirklich knalligen Pink-Orange-Neon mit schwarzen Punkten und kleinen Tigerköpfchen. Also das finde ich sehr süß. Und das trage ich zum Schlafen. Ist von Unditz. Unditz. Ja, Unditz. Das einzig fremde Teil in diesem Haul. Jetzt lass mich doch gerne noch wissen, ob du auch so ein Mädchen bist, das Bikinis mixt oder ob du da ganz einfarbig gehst. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar und schreib mir auch gern, wo du deine Sommerklamotten kaufen gehst. Dann schaue ich da mal vorbei. Hier verlinke ich dir jetzt noch meine letzten beiden Videos. Ein Lash-Lippen-Peeling Do-It-Yourself und mein Food-Diary. 3 Tage meiner Ernährung. Viel Spaß beim Gucken. Wir sehen uns im nächsten Video am Donnerstag. Tschüss.